gehen wir nochmal zu Kirmes zurück. Kann sein, dass da in Trixies Wohnwagen noch was war. Oder wir einfach was anderes übersehen haben. Also hier ist definitiv nichts mehr. Hinter Fischwald ist auch nichts mehr. Bleibt eigentlich nur die Kirmes. Ich benutze nicht wahllos irgendwelche Leute. Ja. Tut das nicht weh? Ganz schön. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Sind Sie sicher, dass Sie nichts über Conroy Bumpus wissen? Er ist ein Country-Sänger, nicht wahr? Tut mir leid, ich weiß nicht viel über ihn. Ich bin eher ein Mambo-Fan. Ja, okay. Der sonst kann, noch was? Der kann es auch nicht weiterhelfen. Nee. Gut. Das ist die Tür zu Trixies Wohnwagen. Hört sich an wie der Titel eines Country-Songs, Sam. Oh, Junge! Oh, es sind originals kantonesische Tränke der Fruchtbarkeit. Lass sie uns mitnehmen. Ich glaube, wir sollten es nicht riskieren, noch fruchtbarer zu sein, als wir ohnehin schon sind. Da ist nichts mehr. Gut. Also, wo habe ich was vergessen? Gute Frage. Eigentlich habe ich alles eingesammelt, was es gibt. Leg einen Zahn zu, Max. Das könnte der Froschfelsen sein, aber es ist alles so mickrig. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Was hätte ich denn noch im Angebot? Golfbälle werden es nicht sein. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Wisst ihr was, bevor ich noch mehr Zeit verschwende? Auch wenn es peinlich ist. Thank you.
Okay. Ich hoffe, ihr seid noch alle bei mir. Es gibt doch einen Gegenstand, den ich vergessen habe. Ich muss den Fahrstuhl benutzen. Ist recht, Sam. Ich hatte doch den richtigen Riecher mit der Kirmes. Allerdings bin ich ein bisschen blind geworden. Wobei das, glaube ich, der einzige Gegenstand ist, der leicht zu übersehen ist und den ich total vergessen habe. Es ist auch schon lange her, dass ich Sam & Max gespielt habe. Deswegen wundert es mich, dass ich das Spiel eh noch so gut auswendig kann. Ich mag die Kirmesmusik. Die passt irgendwie zu Kirmes. Es ist eine goldfischglasmäßige Vergrößerungslinse. Mein Kopf sieht sowieso schon wie ein Goldfischglas aus. Ich glaube kaum, dass mein Kopf künstlich über seine sowieso schon grotesken Proportionen hinaus verzerrt werden muss. So, aber war das alles? Weil das ist ja für etwas anderes gedacht, bevor wir wieder zurückfahren. So war das. Okay. Es war doch ein bisschen anders, als ich es noch in Erinnerung hatte. Leg einen Zahn zu, Max. Aber nach dieser Stille weiß ich zum Glück noch alles. So. Also, wir brauchen das Teil hier. Weil er sagt ja, es ist alles zu klein. Okay, ich habe die Vergrößerungslinse vor dem Fernglas befestigt. So, und jetzt kann ich das damit benutzen. Jetzt kann ich Richtung und Geschwindigkeit des Restaurants mit diesem Fernglas steuern. Das ist das Bekloppteste, was ich je in meinem Leben gehört habe. Oder auch nicht. So ging das, genau. Es dreht sich immer noch alles. Ich halte besser das Restaurant an, wenn ich mich am richtigen Ort wähne. Wo muss ich hinklicken?
Da war der größte Baumstumpf. Und da war das Ding. Ja, Pause mit Leertaste, geht's weiter. Wo muss ich hinklicken? Ja, dreht euch mal eine Runde. Da hilft mir die Lösung auch nicht. Ich halte besser das Restaurant an, wenn ich mich am richtigen Ort wähne. Ich halte besser das Restaurant an, wenn ich mich am richtigen Ort wähne. Ich bin gerade echt so doof, es zu kapieren, wie es ging. Ich halte besser das Restaurant an, wenn ich mich am richtigen Ort wähne. Das sieht wie ein ganz normales, fest installiertes Fernglas aus. Ah. Rechts- und Linksklick auf das Ding, aber warum es jetzt auf einmal geht, kapier ich. Der größte Baumstumpf der Welt. Okay. Da ist ein Felsen. Und hier. Mount Bedridge. Genau, müsste Mount Bedridge sein. Ein Felsen. Und er liegt zwischen den beiden Dingern, die Shavul erwähnte. Das muss der Froschfelsen sein. Ja, gut, wir haben es geschafft. Ich glaube, ich sehe den Froschfelsen. Gut, da sind wir hier erstmal wieder fertig. Froschfelsen. Das sieht nicht gerade wie ein Frosch aus. Mein Glaube an das Gute ist durch diese unverschämte Touristenfalle erschüttert worden. Ich will mein Geld zurück. Wir haben aber nichts bezahlt. Egal, es sollte mir aber besser jemand Geld geben. Ja. Okay, das heißt, Yeti-Büschel da drauf verteilen. Das ist unheimlich, Sam. Ja, nächstes Yeti-Büschel. Thank you.
Das ist unheimlich, Sam. So, das letzte ist das magische Maulwurfpulver. Nun? Abwarten. Hier wird es aber schnell dunkel. Ich glaube nicht, dass dies eine natürliche Ursache hat, Max. Vielmehr glaube ich, dass wir Zeugen irgendeines himmlischen Ereignisses sind. Glaubst du, dadurch wird der Felsen einem Frosch ähnlicher? Nein, die Aliens kommen. Das bedeutet etwas, Sam. Ja, go to Bumpusville. Er sieht immer noch nicht wie ein Frosch aus. Froschfelsen. Da wollte ich nicht hin, ups. Da habe ich zu schnell geklickt. Wird eins weiter. Nun, dies ist Conroys Welt. Wenn ich jemals so reich und berühmt werde, möchte ich, dass du mich erschießt, Sam. Es wird mir eine Freude sein. Ja. Willkommen in Bumpusville. Bumpusville. Ich frage mich, ob Conroy Mitglied im Good Sam Club ist. Ja, und diese Statue von ihm ist überhaupt nicht fragwürdig. Der Brunnen sieht fehl am Platz aus. Ja, ich wünschte, ich hätte die absolute Macht über Leben und Tod. Dazu bräuchten wir wohl einen größeren Brunnen. Gott sei Dank. Gut, wünschen wir uns mal was. Ich mag den Wunschbrunnen. Ich wünschte, dieses Spiel wäre schon zu Ende. Okay, das Spiel ist zu Ende, Leute. Stopp! Komm zurück! Dieser Brunnen nimmt wohl alles sehr wörtlich. Ja, das Spiel ist zu Ende. Tschüss, Leute. Hat Spaß gemacht, nein. Ich wünschte, ich wüsste, was Max gerade denkt. Das war Geldverschwendung. Ja. Nee, da schmeiß ich kein Geld mehr rein. Der Boden funktioniert aber. So. Mensch, hey Max, sieh dir das mal an. Es ist betitelt mit Ich, ich selbst und wieder ich. Hey, du hast lesen gelernt. Dieses Gemälde ist wie ein Unfallwagen. Ich kann nicht aufhören, es anzustarren. Sehr freundlich. Howdy, Partners. Ich bin Conroy Bumpus. Willkommen in Bumpusville. Howdy, Partners. Ich bin Conroy Bumpus. Willkommen in Bumpusville. Schaut euch nur überall in der Villa um, aber um Piets Willen fasst ja nichts an. Howdy, Partners. Ja. Es ist die goldene Schallplatte für Conroys Hit, mit dem er den Durchbruch schaffte. Zweifäustiger, biertrinkender, pistolenschwingender, schnelllebender Country-Western-Liverpooler. Diese Titel... Das ist Conroys Platinscheibe für Lass uns Bier trinken und auf Sachen schießen. Mhm. Das ist die goldene für Bumpus. Der Himmel ist wie Texas, nur dass es dort kein Texas gibt. Conroys erstes 8-Track-Band. Ode an die Toilette der Liebe. Okay. Es ist eine goldene Schallplatte für Conroys Mega-Hit. Romantische Unfallflucht auf der Route 66. Oh, einmal Platin für Conroys Klassiker. Lächle, wenn du das sagst, du Rock'n'Roll-Wicht.